Meinen ersten Bolzplatz, das weiß ich noch ganz genau. Das war jetzt nicht so ein Käfig, wie man den vielleicht in den Städten kennt. Ich bin im Dorf groß geworden. Das war auch ein Platz von der Garage bei meiner Oma und bei meinem Opa. Und da haben wir, oder da habe ich mich mit meinen Geschwistern, mit meinen zwei Brüdern oder auch mit meinen Freunden getroffen. Und da haben wir dann Tag und Nacht wirklich gekickt. Das übliche Bolzplatz-Match lief eigentlich so ab, dass man oftmals im 1 gegen 1 gespielt hat, dass man einfach ja, den Gegner testen wollte, wer schießt mehr Tore. Und schlussendlich wurde es dann immer aus dem 1 gegen 1, aber dann zum Schluss ein Spiel, weil jeder irgendwo spielen wollte. Und natürlich wollte man auch immer ein Gewinnerteam. Das hat riesig Spaß gemacht und vor allem ging es halt dann immer, wer schießt mehr Tore, wer ist schlussendlich der Sieger. Das hat ja, hat's ausgemacht. Ja, es war die Größe vom Bolzplatz, weil es war so ein Kleinspielfeld. Klar, man hätte auch mehr gegeneinander spielen können, aber ich glaube, dann ja, haben wir auch weniger Ballzeit. Umso mehr natürlich da auf dem Spielfeld sind, umso wuseliger wird es. Deshalb glaube ich, war das damals wahrscheinlich sogar intuitiv, dass wir da ein bisschen weniger auf dem Platz hatten und ja, dann doch oft auch so das 1 gegen 1 gezählt hat und man sich durchsetzen musste. Und ja, war glaube ich ganz gut. Auf jeden Fall vieles. Fußballerisch natürlich auf jeden Fall auch, aber natürlich auch mit den Jungs umzugehen, mit Zeit verbringen, den ganzen Nachmittag mit meinen Freunden und so. Das war auf jeden Fall eine schöne Zeit und ja, fußballerisch definitiv. Wir hatten den Ball, wir haben ständig Aktionen gehabt und ich glaube, das ist mir das Wichtigste. Nee, am besten fand ich schon immer, wenn wir viele Mannschaften hatten und die mit zwei Toren durften dann auf der Platte bleiben. Das war schon am besten. Da war Stimmung da, da war Atmosphäre da, da war Bolzplatz-Feeling da. Wo lernt man Fußball am besten? Ich glaube, das ist auf dem Bolzplatz. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, es ist das 1 gegen 1, sich durchsetzen zu müssen. Immer wieder Dinge probieren, um am Gegenspieler vorbeizukommen. Doch auch dann hin und wieder natürlich auch mit seinen Teamkollegen irgendwie Spielzüge überlegen. Man musste sich damit beschäftigen und man musste kicken. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, um Fußball zu lernen. Dass man auch ausprobiert, dass man sich nicht nur auf 1 festlegt, weil man dann gar nicht weiß, welches Potenzial man hat. Vielleicht hat man ja noch viel mehr Potenzial oder Potenziale und deswegen ausprobiert mit verschiedenen Sportarten und das finde ich, das ist wichtig. Ja, als Kind habe ich noch, ja, habe ich eigentlich relativ viel gemacht. Wir haben dann immer mal so kindermäßig Baseball gespielt, auch auf dem Bolzplatz. Ich bin oft Rad gefahren, Skifahren, also so alles Mögliche, was man eigentlich als Kind auf dem Dorf macht. Eigentlich ein ganz normales Kind gewesen. Klar, das Wichtigste ist natürlich ganz allgemein, Spaß am Fußball, sie sollen Lust drauf haben, ins Training zu kommen. Ja, dass sie total wild sind, total Spaß haben, nur am Lachen sind. Das ist so ja, total befreit und macht total Spaß, ihnen zuzugucken. Ich glaube, das Wichtigste im Kinderfußball ist einfach, dass die Kinder so viel wie möglich den Ball am Fuß haben, dass sie Spaß haben beim Spielen, mit Freunden kicken, einfach und dann Tore schießen. Ich glaube, das macht es einfach aus, dass die Kinder einen Ball haben und Tore schießen. Das Training, das mir am meisten Spaß gemacht hat, war definitiv immer ein Training, wo der Ball dabei war. Ich kann mich noch erinnern, dass ich den Ball schon relativ oft hatte, wenn wir nicht zu unterlegen waren. Aber es gab natürlich dann Spieler in meinem Team auch, die kaum Ballaktionen hatten und dann natürlich keine große Lust hatten auf diese Spiele. Ich glaube, für die Jungs ist dann wichtig, dass sie viel haben, wo sie einfach spielen, spielen, spielen. Ich glaube, am meisten Spaß haben sie, am meisten können wir diese Begeisterung entfachen, wenn sie wirklich ins Spielen kommen. Also mir ist im Mannschaftstraining total wichtig, dass die Jungs natürlich diesen Mut haben. Das finde ich, was total wichtig ist. Sie sollen im Training ausprobieren, sie sollen Fehler machen dürfen. Mir ist dann eher immer nur wichtig, wie sie reagieren. Also Fehler, finde ich, gehören zum Fußballspiel dazu. Ich finde es viel entscheidender, wie reagiere ich nach einem Fehler. Manchmal ist ein Fehler sogar eine Chance, dass sie dieses Bewusstsein drin haben. Ja, also den Tipp, den ich für die Trainingsgestaltung geben kann, ist mit Sicherheit, dass ich immer wieder gucke, dass ich oder schaue, dass ich Spiele einbaue. Da ist die Eigenmotivation der Kinder wahnsinnig groß. Und wenn die Motivation groß ist, dann glaube ich, dass auch der Lerneffekt automatisch folgen wird. Ich hatte einen Trainer dabei, die das spielerisch gelöst haben, die wirklich geschaut haben, dass alle zum Einsatz kommen, egal ob jetzt einer ein bisschen abfällt oder weniger abfällt, damit alle in der Gruppe dabei sind, damit alle das wichtig finden und alle merken, dass sie ein Teil sind. Das ist eigentlich eine super Idee, weil das beinhaltet gerade auch wieder alles, was ich gerade gesagt habe. Die Jungs haben viel mehr Aktion, die haben viel mehr einen Ball, sie können viel mehr Aktion starten, mehr Torschüsse.
Und ich glaube, diese ganzen Wiederholungen sind für die Jungs das Wichtigste, um dann noch einen Schritt nach vorne zu machen und Spaß zu haben. Ich finde die Gedanken und auch die man hat beim SBLV, finde ich sehr gut und auch die Veränderungen und habe das ja auch beim Pilotprojekt schon sehen und spüren können. Ich denke mir das jedes Mal, wenn ich zuschaue und die Kinder werden rausgeholt und es wird getauscht. Und alle hängen am Hosenzipfel und wollen wieder aufs Feld. Das ist ja das Schöne und ich glaube, da nimmt man den Kindern so viel. Und wenn es dann Formen gibt, die das eben oder dafür gesorgt wird, dass sie dann spielen können, das ist super und das müssen wir unterstützen und müssen wir angehen. Ja. Für mich sollte es im Kinderfußball, wie ich jetzt gerade eben auch schon gesagt habe, um Spaß gehen. Die Jungs sollen Spaß haben, mit dem Ball was zu machen, sollen Spaß haben am Spiel. Gar nicht viel mit Taktik oder all diese Dinge. Das kommt irgendwann, später kommt es, aber ich glaube, gerade in der Kindheit muss man das ausleben dürfen und Spaß haben am Fußball und das machen können, was man mit dem Ball machen will und nicht irgendwelche oder nur irgendwelche Vorgaben erfüllen zu müssen. Ich glaube, das zeichnet für mich den Jugendfußball oder Kinderfußball aus und ich glaube, das sollte man auch fördern.